Hallo meine Uhrenfreunde, und heute schauen wir uns mal eine interessante Uhr an. Und das ist die Glashütte Spezimatic. Also es ist ein Kaliber, die Spezimatic 75 verbaut, wie schon in den anderen Filmen gezeigt. Also wir können uns mal kurzfristig das Kaliber mal anschauen. Also das ist das 75er Spezimatic. Kaliber, dieses Modell, also wurde circa 1974 gebaut. Solche Modelle wurden mal gebaut, also mit solchen Rundungen. Glashütte-Werke wurden natürlich auch in andere Uhren verbaut, wie zum Beispiel Preziosa. Preziosa-Automatik hatte auch Glashüttewerke. Das ist auch mal was Interessantes zu sagen. So würde diese Uhr als Beispiel dann am Handgelenk ausschauen. Also eine sehr schöne Vintage-Glashütte-Uhr aus den 70er Jahren. Sehr interessant. Groß. Glashütte hatte immer große Uhren gebaut. Ja, aus seinen 40er Jahren natürlich. Da waren halt nur Militäruhren größer gewesen. Also nur bestimmte Militäruhren, auch nicht alle. Und so sieht halt diese Glashütte Spezimatic aus. Was man noch so Interessantes sagen kann. Ja, nicht nur Preziosa hatte Glashütte-Uhrwerke, auch Meister Anker wurde mit Glashütte-Uhrwerken versehen. Aber nur bestimmte Modelle, also nicht jedes Modell hatte das Glashütte-Werk der Spezimatic. Nur bei denen Uhren, also Moment. Bei denen Uhren, zum Beispiel hier bei Glashütte-Uhren, steht hier GBU drauf. Und dann hin und her und das alles. Und dann halt die Nummerierung. Und bei den anderen Uhren, zum Beispiel jetzt bei einer Preziosa, sorry, und bei Meister Anker, waren nur so eine kleine Nummer wie zum Beispiel 41 oder 39 oder, da waren nur ein paar Modelle gebaut worden und dann war halt so eine Nummerierung halt hinten drauf auf dem Deckel. Und da stand jetzt nicht Glashütte. Wie schon gesagt, bei manchen Uhren muss man halt aufpassen, weil es gibt Leute, die zum Beispiel das Gehäuse von einer Meister Anker nehmen und in eine Glashütte verbauen, weil das Glashütte-Gehäuse vielleicht mal kaputt oder naja, sagt man dazu, vielleicht mal Abriebe von Gold da dran sind oder sonst noch was, also ziemlich beschädigt ist. Durch das, dass das Gehäuse beschädigt ist, nehmen Sie zum Beispiel ein Meister Anker Gehäuse oder halt Preziosa oder sonst noch was und bauen es halt rein. Also das würde dann passen, die haben ja dasselbe Gehäuse, weil es ja die Spezimatik gab. Und das einzige Problem war halt, die waren dann halt auch nicht mehr beschriftet hinten. Mit Glashütte, weil nur Glashütte hatte die Beschriftung Glashütte gehabt. Also wenn sie dann die Uhr drehen und gucken und da sehen und zum Beispiel jetzt und sagen, hier, ich will eine Glashütte, ich kaufe eine Glashütte, gucken rein, drehen die Uhr, merken, da ist eine Nummerierung und steht nicht Glashütte drauf. Da müssen Sie nämlich aufpassen, weil das ist dann so eine Basteluhr und wurde dann wieder was zusammengebaut. Und dann ist es halt nicht original. Und da, ja, ich weiß es nicht. Also, wem es gefällt, also Uhren, die verbastelt sind, naja, mag ich jetzt nicht so unbedingt haben. Mag ja auch keiner haben, sage ich mal. Und auch nicht tragen. Deswegen sollte man auch bei solchen Sachen aufpassen. So, und das ist eine schöne Spezimatik. Interessantes Modell. Ja, 74er Jahre.